Yo Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, wie ihr wahrscheinlich wisst, hat Konami in den letzten Jahren Gefallen daran gefunden, diverse Karten, welche zu lange zu stark gewesen sind, beziehungsweise zu lange auf der Banlist gewesen sind, in der Art und Weise zu verändern, dass sie wieder fair genug sind, um ins Game zurückzukommen. Das Ganze nennt man auch Erratum. Der Sinn des Ganzen ist es natürlich, diverse Oldschool-Karten wieder zurück ins Spiel zu bringen, weil natürlich einige Spieler diese Karten sehr gerne gespielt haben. Da man sie allerdings nicht mit ihrem normalen Effekt zurückbringen kann, weil sie wahrscheinlich dann immer noch zu stark wären, muss man die Effekte so abändern, dass sie etwas schwächer sind, aber nach Möglichkeit noch stark genug sind, um überhaupt eingesetzt zu werden. Spoiler-Alarm, das hat bei den meisten Karten nicht wirklich gut funktioniert. Es gibt durchaus Beispiele von Karten mit einem Erratumseffekt, bei denen das sehr gut geklappt hat, beispielsweise Rettungskatze oder Kaiserlicher Befehl. Diese Karten wurden leicht abgeändert, sind allerdings immer noch stark genug, um sie in diversen Decks einsetzen zu können. Bei den meisten Karten ist es allerdings so, dass sie einfach viel zu schlecht gemacht worden sind, um sie überhaupt noch competitive einsetzen zu können. Das gefällt den meisten Spielern natürlich gar nicht, denn damit stößt man diverse ikonische Karten von ihrem Thron, obwohl sie danach sowieso gar nicht mehr eingesetzt werden können. Und ich muss sagen, ich zähle auch dazu. Ich meine, warum macht man es nicht wie beispielsweise bei Topf der Gier? Einfach diverse alternative Versionen erfinden, wie beispielsweise Topf der Begierden oder Topf der Extravaganz, ohne das Original beschädigen zu müssen. In diesem Video soll es aber gar nicht mal genau darum gehen, sondern in diesem Video geht es um Karten, welche nicht nur einen schlechten Erratumseffekt bekommen haben, sondern welche selbst mit ihrem Originaleffekt mittlerweile wieder fair genug wären, um sie im Spiel einsetzen zu können. Man hat diese Karten, die in diesem Video vorkommen werden, also quasi komplett unnötig verändert und sie komplett unnötig geschwächt, obwohl sie selbst in ihrem Originalzustand für das Spiel wieder fair genug gewesen wären. In anderen Worten, die 5 Karten, um die es heute gehen soll, haben gar nichts gemacht. Gar nichts. Starten wir doch einfach mal mit der Zauberkarte Gehirnkontrolle. Diese hatte ursprünglich den Effekt, dass man 800 Lebenspunkte zahlen und ein offenes Monster des Gegners wählen kann und die Kontrolle dieses Monsters bis zur Endphase übernehmen kann. Diese Karte wurde im Jahre 2010 verboten, was absolut verständlich ist, denn ein Monster des Gegners zu übernehmen und auch noch die Möglichkeit zu haben, mit diesem Monster anzugreifen, es als Tribut anzubieten oder es als Material für eine Beschwörung zu benutzen, ist natürlich extrem stark. Zumindest war es das auf jeden Fall für die damalige Zeit. Vor einigen Jahren hat man dann den Effekt dieser Karte so verändert, dass man ein offenes Monster des Gegners wählen muss, welches als Normalbeschwörung beschworen werden kann und dass man dann nur dieses Monster übernehmen kann. Und jetzt mal ernsthaft, ich meine, welche relevanten Targets gibt es denn bitte für die Karte Gehirnkontrolle? Okay, es gibt beispielsweise aktuell Vanity's Ruler, aber mal abgesehen davon. Ich meine, der Gegner wird in 90% der Fälle einfach irgendein Monster vom Extra-Deck beschwören oder einfach irgendein Monster als Spezialbeschwörung vom Deck beschwören, welches du dann mit Gehirnkontrolle nicht mal übernehmen kannst, weil diese Monster selbstverständlich nicht als Normalbeschwörung beschworen werden können. Gehirnkontrolle ist also im aktuellen Format absolut nutzlos und das, obwohl es Karten gibt, welche einen ähnlichen Effekt haben und fair im Game sind. Als Beispiel, es gibt die Karte Gedankenkontrolle, welche quasi eine etwas schwächere Version der ursprünglichen Gehirnkontrolle ist. Damit kann man dann zwar mit dem Monster nicht mehr angreifen und es auch nicht mehr als Tribut anbieten, man kann es aber immer noch als Material für eine Extra-Deck-Beschwörung benutzen, was man in den meisten Fällen sowieso tun würde. Diese Karte war selbst lange Zeit auf 3, mittlerweile ist sie allerdings wieder auf 1. Es gibt aber auch noch die Karte Triple Tactics Talent, welche den ursprünglichen Gehirnkontrolle Effekt besitzt. Beziehungsweise sogar noch besser, da man mit dieser Karte sogar verdeckte Monster wählen kann. Klar hat diese Karte eine Aktivierungsbedingung, aber die ist nicht mal wirklich schwer zu erfüllen, wenn wir ehrlich sind, und diese Karte ist aktuell auf 3. Und seien wir mal ehrlich, wenn Gedankenkontrolle auf 1 sein darf, sogar für lange Zeit auf 3 gewesen ist, wäre es dann nicht in Ordnung, die originale Gehirnkontrolle ebenfalls auf 1 zu setzen? Ich meine, in wie vielen Fällen wird diese Karte sich denn überhaupt von Gedankenkontrolle unterscheiden? Ich meine, das bezieht ja sich nur auf den Fall, dass man beispielsweise ein Monster des Gegners übernimmt und dann mit diesem Monster für Game angreift. Das ist quasi der einzige Fall, der mir einfallen würde, der an dieser Karte besser ist als an der Karte Gedankenkontrolle. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir Gehirnkontrolle mit ursprünglichem Effekt nur auf 1 zurück ins Spiel bringen würden, wie oft würde das denn bitte passieren? Ich bin der Ansicht, dass eine Karte wie Gehirnkontrolle mit ihrem ursprünglichen Effekt zumindest mal auf 1 ins Spiel zurückkommen könnte, da sie sich wirklich so gut wie gar nicht von Gedankenkontrolle unterscheidet. Und da machen wir uns auch keine Gedanken drüber, ob Gedankenkontrolle verboten sein müsste. Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Wie gesagt, gibt es auch Triple Tactics Talent oder Crackdown, die quasi dasselbe machen. Vielleicht sogar besser. Und die Karten sind auf 3.
Ich meine, kann man nicht einfach das Erratum von Gehirnkontrolle wegnehmen und sie wieder mit ursprünglichem Effekt zumindest auf 1 zurückbringen? Ich denke, das wäre angemessen. Die nächste Karte, um die es gehen soll, ist eine wahrscheinlich noch ikonischere Yu-Gi-Oh! Karte, und zwar die Fallenkarte Ring der Zerstörung. Der ursprüngliche Effekt von Ring der Zerstörung besagt nämlich, dass man ein Monster auf dem Feld zerstören kann und beiden Spielern Schaden in Höhe der Angriffspunkte des Monsters hinzufügen kann. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob dieser Effekt zielt oder nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass man in der heutigen Zeit den Effekt so umschreiben würde, dass er ein Ziel wählen würde. Und ich muss sagen, dass Ring der Zerstörung die meiste Zeit wirklich zu Recht verboten gewesen ist. Ich meine, jeder von euch, der mal Gold Format gespielt hat, wird wissen, wie stark diese Karte ist und dass diese Karte wirklich zu Recht verboten gewesen ist. Denn du kannst sie quasi jederzeit aktivieren ohne bestimmte Bedingungen und sie zerstört ein Monster und fügt sogar beiden Spielern Schaden zu, was sogar zu einem Unentschieden führen kann. Schauen wir aber mal drauf, was Konami sich überlegt hat, um Ring der Zerstörung wieder ins Spiel zurückzubringen. Zunächst mal kann man die neue Version von Ring der Zerstörung nur im gegnerischen Zug aktivieren. Des Weiteren muss man ein Monster auswählen, welches kleiner oder zumindest gleich viele Angriffspunkte hat, wie die Lebenspunkte des Gegners. Und außerdem werden zuerst dem Spieler der Ring der Zerstörung aktiviert, die Lebenspunkte abgezogen und erst dann verliert der Gegner die Lebenspunkte. Das bedeutet also, dass Ring der Zerstörung schon mal kein Unentschieden mehr hervorrufen kann, was sogar eigentlich ganz okay ist, wie ich finde, da man ja selbst zuerst den Schaden bekommt und somit mit Ring der Zerstörung nicht noch aus einem Duell, welches man eigentlich nicht gewinnen sollte, ein Unentschieden dribbeln kann. Aber wieso zur Hölle muss man denn ein Monster wählen, welches kleiner oder gleich viele Angriffspunkte hat, wie die Lebenspunkte des Gegners? Ich meine, angenommen, der Gegner hat halt 500 Lebenspunkte. Ja gut, dann könntest du ihn halt mit Ring der Zerstörung killen. Und was ist daran denn bitte so schlimm? Und warum kann man die Karte nur im gegnerischen Zug aktivieren? Das sind eindeutig zu viele Bedingungen für Ring der Zerstörung. Ich habe sogar eine Zeit lang versucht, diese Karte in beispielsweise Paleo zu spielen, da man sie immerhin mit Trap Tricks suchen kann. Aber es gibt halt einfach bessere Karten, um Monster loszuwerden. Und genau das ist auch einfach der Punkt. Wir haben aktuell Karten wie Ice Dragon's Prison, Paleozoischer Dinomischus, Dogmatica Punishment, die alle fair im Game sind. Und Ring der Zerstörung hat einfach so harte Bedingungen bekommen. Ich meine, wozu? Ich muss zugeben, dass mehrere Kopien von Ring der Zerstörung vielleicht ziemlich nervig sein könnten, zumindest mit dem Originaleffekt, weil man wie gesagt damit immer noch ein Unentschieden hervorrufen kann und die Karte mit Lilith oder auch mit Treachery suchbar ist. Aber ich denke, es würde niemandem wehtun, den Original Ring der Zerstörung auf 1 zu packen. Würde das wirklich dem Game so sehr schaden? Ich denke viel eher, dass es sogar cool wäre, eine Karte wie Ring der Zerstörung in aktuellen Decks zu sehen, weil es einfach eine sehr ikonische Karte ist, welche so gut wie jeder Spieler von damals noch kennt. Es wäre doch cool, Ring der Zerstörung in aktuellen Metadecks zu sehen. Zumindest auf 1. Ich meine, das wäre ganz sicher nicht unfair. Kommen wir zur heutigen Karte, bei der ich mir ehrlich gesagt am unsichersten bin, ob sie in ihrer alten Form zurück ins Game kommen könnte. Und zwar geht es um den guten Crush Card Virus. Die ursprüngliche Version von Crush Card Virus erlaubte es einem, ein Finsternismonster mit 1000 oder weniger Angriffspunkten als Tribut anzubieten und dann alle Monster auf der Hand und auf dem Feld des Gegners mit 1500 oder mehr Angriffspunkten zu zerstören und auch alle Monster, die er in den nächsten 3 Zügen ziehen würde, ebenfalls zu zerstören. Also die mit 1500 oder mehr Angriffspunkten. Die neue Version dieser Karte ist allerdings komplett unspielbar. Denn zum einen sorgt der neue Crush Card Virus dafür, dass der Gegner für den Rest des Zuges keinen Schaden mehr bekommt, was ehrlich gesagt gar nicht mal so relevant ist. Aber dieser Crush Card Virus erlaubt es euch nicht, die Monster, die der Gegner in den nächsten 3 Zügen ziehen würde, zu zerstören, sondern erlaubt es dem Gegner stattdessen 3 Monster von seinem Deck mit 1500 oder mehr Angriffspunkten zu zerstören. Das ist ein heftiger Unterschied. Das eine zeigt euch den Top-Deck des Gegners und zerstört ihn sogar eventuell für die nächsten 3 Züge. Und das andere ist ein geschenktes Foolish Burial für den Gegner. Mal 3. Und wie gesagt, bei dieser Karte bin ich mir noch relativ unsicher, ob sie zurück ins Spiel kommen könnte mit ihrem originalen Effekt, da das auf jeden Fall die stärkste von den hier genannten Karten ist. Allerdings gibt es auch Karten wie Deckverwüstungsvirus oder ansteckender Ausrottungsvirus oder kraftvoller Virus, und die sind weit entfernt von der Meta, obwohl sie alle ähnliche Effekte haben, die quasi gleich broken sind. Also, so gut wie jede Karte, die man mit Kartenvernichtungsvirus zerstören kann, lässt sich auch mit kraftvoller Virus zerstören. Also, ich denke, dass es jetzt nicht so heftig wäre, wenn man die Karte zumindest auf 1 zurückbringen würde. Heißt ja nicht, dass man es unbedingt machen sollte, aber ich bin mir sicher, dass zumindest spätestens in 2 oder 3 Jahren
der originale Kartenvernichtungsvirus kein Problem mehr wäre. Kommen wir jetzt aber zu der Karte Sinister Serpent, welche mit das unnötigste Erratum aller Zeiten bekommen hat. Denn die originale Sinister Serpent erlaubt es euch, sie in der Standby-Phase zurück auf die Hand zu nehmen, falls sie im Friedhof liegt. Die aktuelle Sinister Serpent kann das schon mal nur einmal pro Spielzug. Was auch ganz vernünftig ist, wenn wir ehrlich sind, auch wenn ich mir jetzt keinen Effekt ausdenken könnte, welcher in der Standby-Phase so oft wie möglich discarden könnte, sodass man sie quasi öfters während der Standby-Phase zurück auf die Hand nehmen könnte, ist ja auch egal. Allerdings kann man, falls diese Karte sich im Friedhof befindet, sie immer noch während der Standby-Phase zurück auf die Hand nehmen, muss dafür aber während der nächsten Endphase des Gegners eine Sinister Serpent vom Friedhof verbannen. Mit anderen Worten bedeutet das, falls die Sinister Serpent mit ihrem Effekt zurück auf die Hand nimmt und sie dann erneut abwerft, muss sie im nächsten gegnerischen Zug bzw. in der Endphase des nächsten gegnerischen Zuges verbannt werden. Das soll quasi verhindern, dass ihr das jeden Zug macht. Wobei man einfach mal überlegen muss, man kann das trotzdem immer noch jeden zweiten Zug machen. Man verzichtet einfach darauf, eine Sinister Serpent in den Friedhof abzuwerfen und wirft sie dann halt im übernächsten Zug ab und holt sie sich dann wieder zurück auf die Hand. Also, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was das bringen soll, außer dass man diesen Effekt nicht mehr jeden Zug, sondern nur noch jeden zweiten Zug benutzen kann. Aber seien wir mal ehrlich, auch wenn Sinister Serpent vielleicht im Gold-Format eine der stärksten Karten gewesen ist, weil man damit einfach immer eine Ressource für jeden Zug hatte, was bringt es dir, im Jahre 2021 während der Standby-Phase immer wieder ein Monster zurück auf die Hand nehmen zu können, was du dann halt abwerfen kannst oder so? Das bringt halt wirklich nichts. Also sorry, aber die Karte ist halt... Also wer würde das denn spielen? In welchem Deck würde man das benutzen? Das benutzt halt einfach keiner. Für Combo-Decks wäre diese Karte einfach nur ein Brick und bei Control-Decks gibt es meistens sowieso Möglichkeiten, die eigenen Karten zu recyceln und somit immer wieder Ressourcen zu bekommen, wie beispielsweise Multi-Roll in Sky Striker oder die Fallen in Eldritch, welche sich verbannen, um dir neue zu setzen. Da würde keiner Sinister Serpent spielen, selbst mit dem alten Effekt nicht. Das bringt halt gar nichts. Muss ich euch daran erinnern, dass zu dem Zeitpunkt, als diese Karte bereits ihren Effekt verändert bekommen hat, Karten wie beispielsweise Sky Striker, Mobilize, Engage existiert haben? Ich meine, das ist so, als würdest du Son Goku und Yamcha nebeneinander stellen und nur zu Yamcha sagen, Bro, du darfst kein Kamehameha mehr einsetzen, weil sonst wärst du zu stark. Das ergibt absolut keinen Sinn. Kommen wir jetzt aber zu dem King der absolut misslungensten Erratumseffekte, und zwar zu einer Karte, welche gar nicht mal einen veränderten Effekt bekommen hat, sondern lediglich eine veränderte Beschwörungsbedingung. Und zwar haben wir hier das Synchromonster Gojo-Wächter. Und ich muss wirklich sagen, von allen Karten, die jemals ein Erratum bekommen haben, ist Gojo-Wächter wirklich auf allen verschiedenen Ebenen die unlogischste von allen. Aber zuerst mal, was macht Gojo-Wächter denn überhaupt? Es ist ein Stufe 6 Synchromonster und falls es ein Monster durch Kampf zerstört, kann man besagtes Monster auf die eigene Feldseite in den Verteidigungsmodus beschwören. Das ist alles. Zumindest war das der Oldschool Gojo-Wächter. Und man muss auch sagen, im Jahre 2008 oder 2009 war das tatsächlich eine gute Karte, denn diese Karte konnte beispielsweise einen gegnerischen Sternstaubdrachen outen und ihn dann auf die eigene Feldseite holen, was zugegebenermaßen ganz gut gewesen ist und Gojo-Wächter war auch eine Zeit lang verboten, aber seien wir mal ehrlich, das ist eine Karte, deren Effekt nur in der Battle-Phase relevant ist. Ich meine, wie viele Karten gibt es, deren Effekt in der Battle-Phase relevant ist und die im Jahre 2021 noch generell relevant sind? Also es gibt ganz bestimmt noch welche, aber bei weitem nicht mehr so viele wie damals. Gojo-Wächter wäre absolut kein Problem für die heutige Zeit. Denn wenn wir ehrlich sind, Gojo-Wächter bringt dir nur etwas, wenn du Second gehst. Sprich, wenn du ein Monster des Gegners überhaupt angreifen kannst. Und der Gegner wird doch Möglichkeiten haben, dich zu interrupten, bevor du überhaupt Gojo-Wächter beschwören könntest. Und selbst wenn du Gojo-Wächter beschwörst, wird der Gegner Möglichkeiten haben, um den herumzuspielen. Also in den meisten Fällen zumindest. Dennoch hielt es Konami für nötig, die Beschwörungsbedingung von Gojo-Wächter von einem generischen Empfänger und einem oder mehr generischen Nicht-Empfängern zu einem Erde-Empfänger-Monster und ein oder mehr generischen Nicht-Empfängern zu verändern. Muss ich euch daran erinnern, dass das die Firma ist, die vergessen hat, auf Firewall Dragon Once per Turn zu schreiben? Also wie gesagt, allein von der Spielstärke macht es schon absolut gar keinen Sinn, Gojo-Wächter ein Erde-Empfänger zuzuschreiben. Ich meine, wozu? Die Karte ist halt einfach nicht stark genug, als dass es gerechtfertigt wäre. Davon mal abgesehen ist die Karte zwar ein Erdemonster, allerdings hat sie auch keinen Effekt, welcher in irgendeiner Art und Weise wirklich mit Erdemonstern in Verbindung steht,
beziehungsweise ein Themendeck, welches sich auf Erdemonster spezialisiert hat. Also die anderen Gojo-Karten, die es gibt, sind zwar auch Erdemonster, aber haben die mit dem eigentlichen Gojo-Wächter ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu tun. Und außer der Tatsache, dass sie halt Erdemonster sind, haben sie auch mit dem Attribut Erde nicht viel zu tun. Und die von euch, die den Yu-Gi-Oh! 5Ds Anime geschaut haben, werden sich höchstwahrscheinlich daran erinnern, dass es eine Karte ist, welche von Officer Trudge eingesetzt wurde. In den meisten Fällen hat Trudge tatsächlich diese Karte beschworen mit einem Erde-Empfängermonster, und zwar mit der Karte Jutekämpfer. Allerdings gab es auch Fälle im Anime, in denen Trudge diese Karte beschworen hat mit Nicht-Erde-Empfängermonstern, beispielsweise Zerrissener. Falls ich die Szene finde, werde ich es auf jeden Fall einblenden. Und ich beschwöre das Empfängermonster Zerrissener! Nun stimme ich Zerrissener und Suchschläger aufeinander ein und rufe als Synchrobeschwörung Gojo-Wächter! Und mir ist klar, dass von einem Competitive-Standpunkt aus gesehen Konami natürlich egal ist, was irgendwann mal im Anime passiert ist. Allerdings macht es aus heutiger Sicht absolut keinen Sinn mehr, wenn man sieht, wie ein Charakter in Yu-Gi-Oh! 5Ds ein Monster beschwört, welches er natürlich gar nicht beschwören könnte, weil es jetzt ein anderes Empfängermonster als Material braucht. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass der Yu-Gi-Oh! Anime schon unlogisch genug an sich gewesen wäre, aber ihr müsst jetzt die Karten im Nachhinein noch so verändern, dass der Anime im Nachhinein noch unlogischer wird. Ich meine, hat der Yu-Gi-Oh! Anime nicht schon genug gelitten? Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr noch mehr Karten kennt mit unnötigen Erratumseffekten, welche mit ihren ursprünglichen Effekten ebenfalls zurück ins Spiel kommen könnten. Falls euch das Video gefallen hat, dann aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.